Sanitäter helfen, Polizisten schützen. Nicht immer, wie dieses verstörende Video belegt. Ein Sanitäter verpasst dem auf einer Trage fixierten Syrer einen Faustschlag. Der Mann erleidet einen doppelten Jochbeinbruch und Prellungen. Zwei Polizisten stehen daneben, greifen aber nicht ein. Das jetzt aufgetauchte Video von Anfang November 2020 sorgt für Empörung, auch beim Anwalt des Opfers, Adnan Aykac. Die Polizei will hier tatsächlich Glauben machen, dass der Faustschlag nicht, keinen Treffer zur Folge hatte, dass die Verletzung meines Mandanten, eine Orbitalbodenfraktur, nicht anlässlich dieses Faustschlages resultieren sollen. Und das macht einfach nur sprachenfassungslos. Einen Tag nach Bekanntwerden des Videos hagelt es Kritik, auch vom Hessischen Flüchtlingsrat, vor allem an den beiden Polizisten, die nicht eingegriffen haben. Was uns aber insbesondere umtreibt, ist das Verhalten der Polizei, dass da eben nicht von sich aus eingeschritten worden ist und dass dann auch keine Anzeige von Amtswegen aufgenommen worden ist. Da muss sich strukturell etwas ändern, das muss aufgearbeitet werden, wie es dazu kommen konnte im Polizeiapparat. Die Beamten und Rettungssanitäter werden zu der Flüchtlingsunterkunft gerufen, weil der junge Mann zuvor betrunken randaliert haben soll. Beim Eintreffen geht der 32-Jährige laut Polizei mit einer Aluleiter auf die Einsatzkräfte los und bespuckt sie. Die Polizisten setzen Pfefferspray ein und fixieren den Mann, dann schlägt der Sanitäter zu. Stefan Rüppel von der Gewerkschaft der Polizei nimmt seine Kollegen in Schutz. Die Beamten hätten keine Chance gehabt, einzugreifen. Im Nachgang, weiß ich, wurde sofort dem Dienstvorgesetzten darüber Meldung erstattet. In die Berichte wurde dieser Angriff reingeschrieben. Der Rettungssanitäter wurde entlassen und das Strafverfahren läuft, sodass aus unserer Sicht keinerlei Dinge vertuscht werden. Vertuscht vielleicht nicht, aber verschleppt. Das Video bringt jetzt Fahrt in die Sache. Der Kasseler Polizeipräsident Konrad Stelzenbach fordert lückenlose und konsequente Aufklärung. Das in dem Video offenkundig teilnahmslose Verhalten der eingesetzten Polizisten ist für mich nicht akzeptabel. Sie hätten mit aller Entschlossenheit und Konsequenz einschreiten müssen. Wir tragen auch für Straftäter Verantwortung und keine für die Polizei noch so frustrierende Situation darf uns dazu verleiten, unserer Pflicht als Schutzleute nicht nachzukommen. Das erwarte ich von allen Kolleginnen und Kollegen. Laut Staatsanwaltschaft Kassel laufen jetzt Ermittlungen gegen die beiden Beamten und gegen den jungen Syrer. Dem 44-jährigen Sanitäter wurde direkt nach dem Vorfall gekündigt. Auch gegen ihn wird ermittelt, wegen Körperverletzung.